Susi Brandt. Guten Abend. In Sachsen-Anhalt ist es mittlerweile brandgefährlich. In 12 von 18 Gebieten des Landes wurde heute die höchste Waldbrandgefahrenstufe, die 5, ausgerufen. Jederzeit kann dort also ein Funke einen Flächenbrand entfachen. Aber damit nicht genug. Als wenn die Feuerwehren an diesen trockenen, heißen Tagen in der Natur nicht genug zu tun hätten, halten seit Tagen Brände in Staßfurt die Feuerwehrleute in Atem. Offiziell will da noch niemand von einer Serie sprechen, aber allein in den vergangenen 10 Tagen mussten die Einsatzkräfte 3 groß- und mehrere kleinere Brände in der Stadt löschen. Erst gestern Abend kämpften knapp 150 Feuerwehrleute gegen ein Großfeuer in einer leerstehenden Produktionshalle. Täglich müssen wir über schwere Unfälle von den Autobahnen berichten. Besonders oft kracht es in bzw. vor Baustellen. Wie Autofahrer da sicherer durchkommen, darüber haben sich Verkehrsexperten Gedanken gemacht. Ihre Ideen sollen jetzt auch auf der neuen Dauerbaustelle auf der A9 in Richtung München verwirklicht werden. Nee, Stau auf der Datenautobahn gibt es im Altmark-Klinikum Salzwedel nicht. Hier sind Ärzte, Therapeuten und Patienten schon in der Zukunft angekommen. Röntgenbilder, Arztbriefe und Diagnosen. Die können, wie beim Online-Banking, im digitalen Patientenportal abgerufen werden. Und dieses Internet, das können Sie ja im Urlaub auch ruhig mal abschalten. Ruhe und Natur genießen, macht man viel zu selten. Dabei gibt es gerade in Sachsen-Anhalt Orte, die paradiesisch und perfekt zum Ferienmachen sind. Und das war heute im Land noch wichtig. Der geplante Verkauf der Hasseröder Brauerei in Wernigerode steht auf der Kippe. Im Harz ist in der Nacht ein historischer Gasthof abgebrannt. Die Kutscherstube in Mägdesprung. Auf der Landesgartenschau in Burg wurden bisher weniger Besucher gezählt als erhofft. Nach Angaben der Veranstalter kamen seit der Eröffnung vor 10 Wochen 167.000 Gäste. Gerechnet hatte man mit 20.000 mehr. Tja, und woran liegt's? Am Wetter, glauben die Organisatoren. Ein Tag mit über 30 Grad sei wie ein Regentag, sagten sie. Weil bei der Hitze, da gehen wir natürlich lieber baden, ne, als Blümchen gucken. Die erste Ferienwoche hat begonnen und damit starten auch wir in den Sommer bei uns. Da stellen wir Ihnen also Menschen vor, die allen, ich nenne es mal Freihabern, den Sommer ein bisschen verschönern, also arbeiten. Oder wir zeigen Ihnen, welche Sommerspaßtrends auch in Sachsen-Anhalt angekommen sind. Im Schwimmbecken, da heißt es dieses Jahr, Kraulen und Brustschwimmen, ade. Und hallo? Nixen schwimmen. Ja, und da haben wir natürlich unseren Reporter Jui Tran ins Flossenrennen geschickt. Ein fescher Meerjungmann. Naja, und ich habe natürlich auch gleich die nächsten Termine für den Nixen-Schwimmkurs parat. Machen Sie entweder am 3. Juli oder am 23. September in Sangerhausen die Flosse oder am 19. August dann wieder in Magdeburg. In einer Woche von der Idee zum fertigen Film. Im Jugendfilmcamp in Arendsee, da können Filmemacher von morgen ganz praktisch lernen. Ob Regisseur, Kameramann oder Schauspieler. Hier können sich einfach alle ausprobieren. Mit dabei sind in diesem Jahr auch Kinder und Jugendliche des Tangerhütter Filmprojektes Tagi Mafi. Toller Name. Marco, du hast auch eine tolle App entdeckt. Und da geht es auch um Namen. Die werden nämlich verwandelt. Die machen aus uns irgendwie brasilianische Namen. Genau. Wie geht das? Also Nachnamen eingeben und dann... Vorname, Nachname eingeben und dann kommt das Brasilianische raus. Wie heiße ich? Brandito. Brandito. Klingt ein bisschen nach Motorradgängen, finde ich. Wie heißt du dann? Ja, bei mir kam raus Palinho. Auch nicht schlecht. Auch schön, oder? Muchas gracias. Ja. Ja, Daumen hoch bei Tom Schwarz. Du warst doch letztens auch fahren, oder? Ja, war auch Wasserskifahren, aber ich bin da nicht so cool. Verschisse hier mit Wakeboard und so. Schaffe ich nicht. Ganz oldschool. Ich mache Wasserski. Sieht zwar nicht so schick aus, aber geht auch. Ich habe jetzt noch Muskelkater. Das glaube ich. Das Wetter, der schreit natürlich auch nach See, auch in den nächsten Tagen, oder Susanne? Ja, ein bisschen Wasser von oben wäre auch nicht schlecht. Wir wünschen Ihnen jetzt einen schönen Abend. Morgen ist mein Kollege Sascha Fröhlich für Sie hier im Studio. Wir sehen uns dann am Mittwoch wieder. Also, schönen Abend für Sie. Tschüss.